Ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Agatha Christie Mord im Orient Express. Wir haben das letzte Mal Haufen Fingerabdrücke genommen und sind durch den Lokführer auf eine Idee gekommen. Wir haben nämlich hier so ein Stück Kohle. Wir haben nämlich die Fingerabdrücke sonst immer mit dem Farbband genommen. Er hat gesagt halt, ja, meine Finger sind schon schmutzig genug von der Kohle. Jetzt ist die Frage, haben wir was, womit wir das kaputt machen? Oh, mit dem Hammer vielleicht. Dass wir halt dadurch irgendwie Kohlenstaub machen. Ich habe aus dem Kohleklumpen ein feines Pulver. Yay, super. Und dann mit der Bratenspritzer kombinieren. So was Ähnliches hatten wir doch im Vorgänger mit Mehl, oder? Das war auch eine Bratenspritze. Oder? War das eine Bratenspritze auch im Vorgänger? Oder war das einfach nur so, das Pulver? So, okay. Wir gehen erstmal wieder hier rein. Wir haben ja auch noch durch Hartmann einen kleinen Schlüssel bekommen. Der ist hoffentlich für die Sicherheitstür. Ich muss jetzt gerade überlegen, in welchem Abteil war er? Nochmal. Hier war er doch drinnen, ne? Ist er da immer noch drinnen? Nicht mehr, ne? Haben wir hier das schon angeguckt gehabt? Nee, hatten wir noch gar nicht. Pierre Michel und ein altes Foto. Ich werde mir beides ausleihen. Ach, dann war er doch im Pass im Zimmer von Pierre. Da heißt Pierre Michel. Ich dachte immer, das wäre der Name, der komplett gezeigt worden wäre. Nicht. Was auffällig war, was mir beim Abspeichern der Audio und so aufgefallen ist, dass die... Ja. In welchem Abteil war das jetzt nochmal? Da es gewesen sein. Hier sind die Griffe nicht. Dass öfters gesagt worden sind, ja, ein kleiner Typ mit dunklen Teint und so weiter und so fort, der Arzt jetzt auch als solcher beschrieben worden ist und mir auch einfiel, warte mal, die Dings hat ja auch gesagt gehabt hier, ja, das war so einer mit Schnauzer und der hat ja auch so ein recht auffälligen Schnauzer, ne? Nee, das war echt nicht hier. In welchem Abteil war das denn jetzt, wo ich dies mir an der Seite angucken konnte? Hier nicht. War das hier auf der Seite? Ach, hier, genau. Ach, die Vase konnte ich mir da ja auch noch näher angucken. So, testen wir das mal aus. Ach so, und das will ich mir auch noch angucken. Das ist ein gestelltes Studioporträt. Ich erkenne Pierre, aber nicht die Frau, das junge Mädchen an seiner Seite. Welche Frau? Ist das eine Frau? Auf der Rückseite ist der Stempel des Fotostudios, aber kein Datum. Hatten wir noch was? Ach, nur den Pass von ihm, ne? Da. Ein Fingerabdruck. Vor allem, warum auf der Vase? Warum ist das für uns interessant? Ich habe einen kleinen... Und hier? Ach, vielleicht war ja hier auch derjenige drin, der das, Ist dein Fingerabdruck zu sehen? Der das Ganze gemacht hat, der hier gewartet hat. Ich habe einen... Mit der Schaffner-Uniform der Gefälschten, sag ich mal. So, sonst war hier jetzt nichts weiter, ne? Wir haben auf jeden Fall noch bei dem Toten... Das ist doch der Pierre. Mehr kann ich Ihnen... Wir müssen auch noch in Hartmanns Zimmer gehen. Da hat er gesagt gehabt, unter seinem Dings... Tisch... wäre sein richtiger Pass... Ja, Privatdetektiv, habe ich es doch gesagt. Das werde ich in mein Tagebuch legen und es mir später genauer ansehen. Und dieses später ist jetzt. Erstmal das natürlich. Hartmanns Referenzen. Die Vorderseite eines offiziell aussehenden Abzeichens. Diese Karte weist Cyrus Hartmann als zugelassenen Privatdetektiv aus New York aus. Zurzeit Angestellter der McNeil-Detektei. So, und dann natürlich hier die Herausforderung. Oh, ach so. Büro hat mir den Hinweis gegeben, dass weitere Spuren am Tatort zu finden sind. Ich habe alle notwendigen Gegenstände gefunden, um den verkohlten Papierfetzen wieder lesbar gemacht. Ich habe versucht, die Eiszange statt der Brennschere zu benutzen, um den verkohlten Papierfetzen zu halten. Ich habe die Heizung im Zug wieder in Gang gebracht. Also es ist so ein Minus, Plus, ne? Dokumente, denke ich, ist es. Registrierbrief?
Sehr geehrter Herr, man hat mir darauf hingewiesen, dass Sie für die McNeil-Detektei arbeiten, einer der angesehensten Privatdetekteien in New York, wie mir zufällig bekannt ist. Bitte suchen Sie mich heute Nachmittag um 4 Uhr in meiner Suite hier im Hotel auf. Okay. Gut zu wissen. So, dann haben wir noch einen Fingerabdruck. Nee. Ratchet? Nee, Ratchet nicht. Ach doch, 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 ja. Hm. Das Fenster. Stimmt, ja. Nee, ich habe gerade an... Oh, ich weiß nicht, wie die heißt. Da unten. Da ist dein Finger ab. Ich habe einen klaren Abdruck. Mhm. Gut, gut, gut. Die Leiche wurde... Ja, hätte sein können. Büro, Ratchet, Hubbard, genau, Hubbard war das. Da wollte ich mir den Griff ja noch angucken. Weil sie ja erzählt hatte, dass der da geprüft ist worden ist. Ich habe einen Ich gucke auch mal von der anderen Seite noch irgendwie, ob ich da einen nehmen kann. Warte, geh mal irgendwie weg. Stehst mir so ein bisschen im Weg? Nee, kann ich nicht nehmen. Und sonst? So fingerabdruckmäßig? Weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich noch was machen könnte. Aber... ich kann auf jeden Fall mal gucken, ob der kleine Schlüssel zu dieser Sicherheitstür gehört, die hier im Gepäckwagen ist. Das wäre natürlich super. Kann ich hier auch Fingerabdrücke nehmen? Oh, Tatsache. Ein Fingerab. Ich habe einen kleinen... Der kleine Schlüssel... Wo ist der hin? Ist das der zweite? Nee, das ist der zweite Hauptschlüssel. Da. Pardon, Mademoiselle. Ich bin nicht in der richtigen Aufnahme. Position, ja. Nur von hier aus. Und? Denke ich schon, ne? Wenn das so. Ja, 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 ja. Ja. Der Schlüssel passt. Aber wenn er den im Piers Zimmer gefunden hat. Der hat doch gar keinen weiteren Schlüssel gehabt. Also laut seiner Aussage jedenfalls. Ist das für eine Kiste? Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Kann man die aufmachen? Wir haben noch so eine. Stange? Meine Güte, wofür ist das denn alles? Ach du Scheiße, da hat jemand drin gelebt. Es sieht so aus, als ob hier jemand vor kurzem gegessen hätte. Das ist ein improvisiertes Bett. Aber wer könnte nur darin schlafen? Derjenige, der ihn umgebracht hat. Oder so. Und nochmal eine Schaffneruniform. Das ist die Uniform eines Schaffners. Ein Knopf fehlt. Schon wieder fehlt ein Knopf. Ich sollte den Deckel lieber wieder aufs... Ja. Dass du die Uniform geklaut hast, das fällt dann nicht mehr auf. Und ein Safe. Fest verriegelt. Ja, ich habe halt die Kombination nicht, ne? Das ist nicht die richtige Kombination. Ja gut, aber ich kenne die Kombination einfach nicht. Im Moment jedenfalls. Kann ich da sonst irgendwo noch Fingerabdrücke nehmen? Ich guck einfach mal. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich sollte den. Ja, ja, mach den Deckel wieder drauf. Okay. Können wir schon ein paar Fingerabdrücke vergleichen? Das wäre vielleicht ganz interessant. Diese Fingerabdrücke stimmen nicht überein. Ist es überall derselbe Fingerabdruck? Geht es nur für die Mitte? Weil der da könnte, ehrlich gesagt... Wo ist der jetzt hin? Der da. Die Fingerabdrücke stimmen überein. Ja, macht sie da ein Dings hin? Also wissen wir schon mal, Pierre hatte auf jeden Fall einen Schlüssel zum Sicherheitsabteil.
Und ehrlich gesagt finde ich, dass die beiden auch ziemlich identisch aussehen. Die Fingerabdrücke stimmen überein. Diese Fingerabdrücke stimmen nicht überein. Also wir haben vom Sicherheitsabteil und wir haben von dem Türknopf, ne? Okay. Das Fensterbrett. Wir haben halt von Ratchet keine, ne? Jeder. Die Fingerabdrücke stimmen überein. Von Antonio Foscaselli? Warum? Die vom Griff? Die Fingerabdrücke stimmen überein. Okay. Warum war der dort in dem Athen-Paris-Kurswagen? Jetzt haben wir noch die Blumenvase. Die hier. Die Fingerabdrücke stimmen überein. Aha, da hat sich die Mary Debenham und der Colonel in dem Abteil 7 bis 8 getroffen im Kurswagen Athen-Paris. Sachen gibt's. So, sonst habe ich alle Fingerabdrücke, die ich bis jetzt gesammelt habe. Soll ich mal die darauf ansprechen? Lassen Sie mich. Ja, ich lasse sie ja schon in Frieden. Ist ja gut. Kann ich sonst noch eigentlich irgendwas da angucken? Fällt mir gerade ein. Können wir doch irgendwie eine Kiste näher angucken? Diese Kisten enthalten. Die zum Beispiel. Obwohl, macht gar keinen Sinn, die sich anzugucken, ne? War ja eigentlich nur für die Schneeschuhe. Okay, jetzt haben wir schon mal ein paar weitere Informationen. Im Salonwagen war die doch, ja. Frag ich mal nach. Also ich frag auch lieber sie zuerst nach als den Colonel. Wir unterhalten uns bald, versprochen. Okay. Wir unterhalten uns also nicht. Okay, was machen wir stattdessen? Mit Pyro reden? Pardon, Mademoiselle. Die wollen ja sich nicht mehr mit mir unterhalten. Außer ich kann hier von den Gegenständen irgendwie noch irgendwie was holen. Von dem Zigarettenstummel vielleicht. Sie passen einfach nicht. Nee, anscheinend nicht. Von dem da. Das scheint nicht. Achso, dann müsste ich wahrscheinlich das Klebeband auch dazu machen. Sie passen einfach. Von der Statue. Hier stimmt etwas nicht. Nee. Schlafmittel. Whiskyglas. Da den Fingerabdruck. Ich habe einen klaren Abdruck genommen und abgelegt. Gut. Dann brauche ich aber das wieder. Das ist ein bisschen umständlich gemacht, ne? Dieses Hin und Her. Klar, ich kann immer so direkt dorthin gehen. Aber trotzdem. Hätte ruhig da drin bleiben können. Das verschlossene Kästchen. Das passt nicht zusammen. Okay. Schlüssel vom Gepäckwagen. Das scheint nicht. Schlafmittelfläschchen könnten wir. Jetzt habe ich das Verkehrte ausgetauscht. Das passt nicht zusammen. Ups. Vom Handtuch bestimmt. Von diesem Taschentuch meine ich. Das scheint nicht zu. Dachte ich mir schon, dass das nicht klappen wird. Medaillon. Kaputtes Vorhängeschloss. Armband. Kuchen. Bibel. Hier stimmt etwas nicht. Das Buch. Das passt nicht zusammen. Speisekarte würde auch keinen Sinn machen. Ich hätte ja gerne den Knopf. Da ist der Knopf. Sie passen einfach nicht zusammen. Aber hätte man eigentlich machen können, ne? Oder den davon vielleicht. Ich habe einen Klar. Okay, Klebeband wieder rein. Von was ginge noch? Schlüssel zum Kurswagen, zweiter Hauptschlüssel. Der kleine Schlüssel macht eigentlich keinen Sinn, weil schließlich haben wir die jetzt schon so oft angefasst.
Eiskübel und sowas macht ja auch keinen Sinn, ne? Gucken wir uns mal die neuen Fingerabdrücke an, die wir haben. Da vom Whisky-Glas. Ah, warte mal, diesen Strich unten, den habe ich irgendwo gesehen. Da. Die Fingerabdrücke stimmen überein. Und jetzt vom Stilett. Das ist eigentlich doch ein genauer Hinweis dann darauf, wer der Täter ist, oder? Diese Fingerabdrücke stimmen. Nein. Die da? Diese Fingerabdrücke stimmen nicht überein. Diese Finger. Auch nicht. Das da auch nicht. Diese Fingerabdrücke. Hab's nur sicherheitshalber verwendet. Diese Fingerabdrücke. Nee. Das passt auch nicht. Diese Fingerabdrücke stimmen nicht. Diese Fingerabdrücke. Nee, ich glaube, die haben wir noch diese gar nicht. Diese Fingerabdrücke, ne? Stimmen. Diese Fingerabdrücke. Ja, die passen alle nicht. Nee. Nee. Diese Fingerabdrücke. Von dem. Von der Person, die das Stilett angefasst haben, hat. Haben wir noch keine Fingerabdrücke. Also keine von den Personen hier, die wir direkt zuordnen können. Diese Fingerabdrücke. Am ähnlichsten würde ich ja noch sagen, der hier, aber. Scheint ja nicht übereinzustimmen. So, was mache ich jetzt? Kann ich vielleicht doch mit ihm reden? Lassen Sie mich bitte. Einen Augenblick allein. Signorina, könnte ich ein paar Minuten... Nein, das können Sie nicht. Ah, vielleicht muss ich doch zu Pyro. Ich gehe mal rein. Monsieur Poirot. Vielleicht kann ich mit ihm irgendwie das reden. Ist alles. Wir machen Fortschritte, Mann. Der Zeitplan ist nun fast vollständig. Ja, er ist sehr wichtig, wenn man das Verbrechen verstehen will. Sehen Sie ihn ganz genau an. Wir haben viele Alibis, mit denen wir den Kreis der Verdächtigen eingrenzen können. Ja, zu viele. Vergleichen Sie sie miteinander und suchen Sie Widersprüche. Wir müssen sicher sein können, dass sie wasserdicht sind. Ich glaube, ich habe jetzt alle Pässe beisammen. Très bien, mademoiselle. Das haben Sie gut gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt von allen Fingerabdrücke. Très bien, mademoiselle. Das haben Sie gut gemacht. Mrs. Hubbard hörte eine Frau im Abteil von Monsieur Ratchet. Ja, etwa zur selben Zeit, zu der Sie das Geräusch vernahmen und die Frau im roten Kimono sahen. Was dann also eine Frau... die Monsieur Ratchet ermordet hat, ihr Taschentuch mit der Initiale H hat fallen lassen und dann im roten Kimono durch den Gang huschte? Oder hat sich Mrs. Hubbard die Frauenstimme und den Mann in ihrem Abteil nur eingebildet? Masterman, der Kammerdiener, hat erklärt, dass Ratchet weniger als sonst von seinem Schlaftrunk eingenommen hat. Dann haben wir also statt eines komatösen Ratchets, der sich nicht gegen den Mörder wehren konnte, einen Ratchet, der vielleicht aufschrie. Aber nach dem Schrei habe ich selbst gehört, wie Ratchet zu Pierre sagte, es sei alles in Ordnung. Vielleicht war das aber auch der, der ihn umgebracht hat, ne? Monsieur McQueen hat die Frau im roten Kimono gesehen. Aber nicht lange genug, um sie wiederzuerkennen. Und er behauptet, er habe Pierre vom Salonwagen kommen sehen. Oder zumindest jemanden in Schaffneruniform. Colonel Labatnot hat den Schaffner gesehen und glaubt, den Duft einer Frau wahrgenommen zu haben. Ah, der Duft einer Frau. Da haben Sie eine romantische Ader entdeckt, die ich bei ihm nicht vermutet hätte. Hildegard Schmidt hat einen Schaffner aus dem Abteil kommen sehen. Ja, aus einem der mittleren Abteile. Entweder aus Ratchets oder Madame Hubbards. Und diese Beschreibung. Pierre Michel ist nicht dieser kleine, dunkle Mann mit Schnauzer und hoher Stimme. Nein, aber er entspricht der Beschreibung, die Ratchet Hartman von seinem Feind gegeben hat. Sowohl Madame Hubbard als auch Miss Olson haben bestätigt, dass die Verbindungstür verschlossen war. Der Hauptschlüssel des Schaffners öffnet auch Verbindungstüren. Also ist für mich die verschlossene Tür kein großes Rätsel. Kann ich von dem Hauptschlüssel, also von dem zweiten Hauptschlüssel, noch Fingerabdrücke nehmen? Colonel Arbuthnot hat bemerkt, dass Monsieur Hartman den Gang observierte. Die Tür von Monsieur Hartmans Abteil öffnet sich nach rechts.
Also konnte er vom Gang leider nicht viel sehen. Aber er hätte es gesehen, wenn jemand den Calais-Wagen vom Kurswagen Athen-Paris aus betreten hätte. Das Stilett, das ich in der Hütte gefunden habe, muss die Mordwaffe sein. Das liegt sehr nahe. In der Unterwelt ist es auf jeden Fall die Waffe der Wahl. Und es trägt Fingerabdrücke, die zu niemandem hier im Zug passen. Wir haben nicht nur eine, sondern gleich zwei zusätzliche Schaffneruniformen. Zwei Uniformen, zwei Messer und möglicherweise zwei Mörder. Ein Rechts-, ein Linkshänder. Ist es möglich, dass beide den gleichen Plan hegten, als Schaffner verkleidet Monsieur Ratchet im Schlaf umzubringen? Was muss das für ein Augenblick gewesen sein, als sie beide bei dem Opfer aufeinander trafen? Wie eine Szene aus einem Film der Marx Brothers. Da fragt sich aber, wo ist die andere Mordwaffe? Jemand hatte sich in Ratchets Kiste versteckt. Eine kostbare Statue wird gestohlen und der Dieb beschließt, ja was denn, sich als Statue zu tarnen, um nicht entdeckt zu werden? Die fehlende Statue ist ein weiteres Motiv für den Mord. Warum nicht? In Frage kommt ein Racheakt wegen der Armstrong-Entführung. Ein Attentäter aus Ratchets Unterweltvergangenheit. Warum also nicht auch ein Dieb, der Ratchet ermordet hat, um den Diebstahl zu vertuschen? Wenn wir noch 9 weitere Mordmotive und 10 Messer entdecken, haben wir wenigstens die Erklärung für die vielen Messerstiche. Hartmans Verhalten kommt mir sehr verdächtig vor. Und dass er den Schlüssel zum Sicherheitsabteil im Gepäckwagen in Pierres Tasche gefunden hat, ist ebenfalls verdächtig. McQueen ist der Sohn des Bezirksstaatsanwalts, der den Fall Armstrong bearbeitete. Bezirksstaatsanwalt? Was ist das? Ich glaube, irgendein Staatsdiener. Fürstin Dragomirov war die Patin von Sonja Armstrong. Ja. Kann das Zufall sein? Merci, Mademoiselle. Leider ist der Bericht noch nicht ganz fertig. Wir haben jetzt schon wesentlich mehr Informationen gesammelt. Fahren Sie in Ihren Ermittlungen fort und scheuen Sie sich nicht, das Feld noch einmal abzugrasen. Das Erste, was ich machen werde, bevor ich die Folge auch beende, ist gucken, ob ich von dem zweiten Hauptschlüssel Fingerabdrücke nehmen kann. Sie passen einfach. Schade. Schade, schade, schade. Okay, ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder und mal gucken, was wir ja, als nächstes machen werden. Ne? Bis dahin dann tschüss, eure Teil.